Hey meine lieben Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Animal Crossing New Leaf. Es regnet zwar leider wieder hier am Mittwoch, den 19. Juni, aber davon lasse ich mich nicht abschrecken. Meine Laune bleibt trotzdem gut und ich habe auch schon nach der Post geguckt, wo wir ganze 3 Briefe bekommen haben, die ich doch gleich mal öffnen werde. Und zwar haben wir einen Brief vom Postamt bekommen, okay? Der sagt: Sehr geehrter Fabio, mit Ihren Ersparnissen von 100.000 Sternis sind Sie einer unserer besten Kunden. Als kleines Dankeschön senden wir Ihnen dieses Taschentuch. Und zwar ist es so, ich habe nämlich auch wieder mit Jonas, also wie gesagt, ein Kumpel von mir, ein paar Insekten gefangen und habe da wieder einiges an Geld gemacht und habe das ganze Geld gelagert, sind jetzt glaube ich über 300.000 Sternis auf der Bank. Beziehungsweise im Postamt kann man das an einem Geldautomaten lagern, das Geld. Und dafür kriege ich jetzt hier ein paar Geschenke. Beziehungsweise ein Geschenk, und zwar ein Taschentuch. Können wir mal meinetwegen auspacken und ja, ist halt ein Taschentuch. So, dann habe ich noch einen Brief von Toni bekommen. Der schreibt mir: Hey Fabio, hat echt Spaß gemacht mit dir in meiner Bude. Und was du über meinen Kram gesagt hast, war echt nett. Hat mir Mut gemacht, dass ich was draus machen kann. Danke, bleib mal bald, Toni. Und zwar habe ich mich, wie versprochen, um 6:30 mit Toni getroffen. Hab ihm ein paar Komplimente gemacht, weil er hat wirklich eine richtig coole Bude. Und der hat uns jetzt einen Brief gegeben mit einem Geschenk. Und zwar hat er uns eine Schüssel gesendet. Okay. Und, was ich noch erzählen muss, ich habe am Strand Gulliver getroffen. Und zwar ist das so eine Möwe, die ab und zu mal stranden kann bei euch. Die sagt dann: Oh, ich weiß gar nicht mehr, wo ich herkomme. Ich wollte irgendwo hin. Gibt euch dann so ein paar Tipps, wo sie hin wollte. Zum Beispiel war es bei mir so: Ich möchte zu einem Land, das ja im Nordwesten liegt und dessen Landesflagge ein Ahornblatt ist. Und dann hat man halt verschiedene Länder zur Auswahl, war natürlich Kanada. Und wenn man das richtig beantwortet, kriegt man am nächsten Tag ein Geschenk von Gulliver. So wie ich jetzt zum Beispiel. Liebster Fabio, wie geht es dir? Hoffentlich so gut wie mir in Kanada. Du hast mir sehr geholfen. Darum bekommst du von mir nur diesen Traumfänger. Dein dir verbundener Gulliver. Und da Gulliver uns, ja, danken möchte, hat er uns nun einen Traumfänger geschenkt. Das ist geschenkt, ja, doch geschenkt, ist richtig. Keine Ahnung, ich dachte gerade irgendwie Traumfänger geschenkt ist irgendwie falsches Deutsch, aber nee, das ist richtig. Auf jeden Fall, ja, freue ich mich natürlich total, dass er uns den Traumfänger geschenkt hat, der Gulliver. Der Toni hat uns auch eine schöne Schüssel geschenkt und warum das Postamt uns ein Taschentuch schenkt, weiß ich nicht. Aber nun gut, ist auf jeden Fall eine saucoole Sache, dass wir da wieder neue, schöne Sachen bekommen haben. Oh, und was ich sehe, ein neuer Bewohner zieht in die Stadt. Hier entsteht das neue Haus von Tamara. Okay, Tamara zieht in die Stadt. Hört sich gut an. Bin ich mal gespannt drauf, was Tamara für eine Kreatur ist, beziehungsweise für ein Tier. Kreatur hört sich so böse an. Und ich werde auch mal schauen, ob das hier vielleicht der heutige Geldstein ist. Nein, ist es nicht. Okay. Und dann habe ich heute mehrere Dinge vor. Und zwar habe ich einmal den Plan, dass ich einmal noch nach der... die Blumen, die werde ich erstmal rausrupfen. So, dass ich nach der Zustimmungsrate schaue, einmal nach unseren Bäumen schaue, paar alltägliche Dinge mache und dann zur Insel gehe. Beziehungsweise mal einen Steg gehe und dort schaue, wer dort ist. So, Melinda, bitte sag mir mal das Ergebnis der letzten Umfragen. Alles klar, hier sind die Ergebnisse der letzten Umfrage zur Einwohnerzufriedenheit. Oh, es wird uns wieder das Gleiche gesagt. Zu wenig Natur soll's geben. Ich pflanze doch extra so viel es geht. Gut, dann hat man noch die Möglichkeit, übrigens hier oben rechts auch cooles Bild von Turtle, dem alten Bürgermeister. Man hat hier auch die Möglichkeit, sich auf den Bürgermeisterstuhl zu sitzen. Und dann wird einem eine genaue Prozentrate gesagt, wie viel Zufriedenheit man hat. Das ist natürlich genauer als nur so eine Umfrage, ja, man braucht mehr Natur. Hier kann man nämlich einen wirklich ganz genauen Prozentsatz der Zufriedenheit erkennen. Du willst wissen, wie es um deine Genehmigung zur Gestaltung der Stadt steht? Ein Haus besitzt du schon und laut der letzten Umfrage beträgt deine Zustimmungsrate 81%. Okay, wir müssen nur noch die Sympathie der Bürger gewinnen, um unsere Zustimmungsrate von 81% auf 100 zu heben. Wie wäre es mit einer Spende für das örtliche Museum? Das Museum sollst du unbedingt mal besuchen. Ja, ich habe doch schon so viel gespendet. Ja, kann ich gerne tun, dann spende ich halt nochmal was beim Museum. Also Melinda kann einem hier auch die genaue Rate nennen, wie ihr seht. Anstatt nur sowas Vages wie, ja, die Bewohner sind ein bisschen unzufrieden. Und ja, deswegen werde ich mich dann auch dran machen, jetzt nochmal gleich was für das Museum zu spenden, um dann auch die Zustimmungsrate zu erhöhen.
Aber vorher... Ne, warte, an dem Stein haben wir schon geschaut. Vorher schaue ich nochmal, wie es meinen Bäumen hier ergeht. Moment, wartet mal. Die Bäume habe ich doch hier gepflanzt, oder nicht? Der hat... Da hat Immonook einfach mal meine Bäume hier überbaut. Hier sollten eigentlich Bäume hin. Und Immonook hat ja einfach das Haus da drauf gebaut, oder? Das ist aber ohne Witz, das ist doch richtig gemein von dem. Der hat einfach die Bäume von uns da kaputt gemacht. So, die Palmen, die wachsen hier. Aber, ne, das finde ich auch richtig gemein von dem. Der hat uns einfach da die Bäume weggenommen. Das finde ich irgendwie, das finde ich blöd von Immonook. Da hätte er uns die Bäume wenigstens, ja, oder die Früchte, die wir dazu benötigt haben, um das zu pflanzen, hätte er uns wenigstens per Post zurückschicken sollen. Aber, ne, das finde ich echt blöd von dem. Der hat uns einfach die Bäume weggenommen. Gut, Gustav, wie geht's denn so? Wenn es schüttet, kriege ich immer Appetit auf Nudelsuppe. Schnabbel. Also, worum geht's? Erzähl mir mal was. Kannst du mir vielleicht mit was helfen? Also, ich habe ein Geschenk für Freddy, aber vielleicht wäre es besser, wenn du es ihm gibst. Wegen der Überraschung nämlich. Kannst du auch was dazu singen? Das war ein Scherz. Aber kannst du ihm bitte mein Geschenk bringen? Ja, natürlich. Das mache ich doch. Gut, dann, ja, bringen wir Freddy eben das Geschenk. So. Dann klopp, klopp, Freddy. Bist du zu Hause? So wie es aussieht, ist er zu Hause und... Dann würde ich sagen, Freddy, ich habe ein Geschenk für dich. Hey, Fabio, du kommst mich zu Hause besuchen. Ich fühle mich geehrt. Quappi, kann ich irgendwas für dich tun? Ja, ich habe ein Geschenk für dich. Und was für eine Lieferung geht's denn? Irgendwas Gutes? Ja, natürlich. Eine besondere Lieferung. Ein Geschenk von Gustav. Was, von Gustav? Warum sollte Gustav mir was schicken? Was da wohl drin ist, machen wir es einfach mal zusammen auf. Ah, ein Schulstuhl. Das ist, naja, es ist in Ordnung. Danke, dass du mir das gebracht hast, Fabio. Das war wirklich wichtig für mich. Quappi. Ach ja, hier hast du eine kleine Belohnung für deine Mühen. Ein T-Shirt? Was für ein T-Shirt denn? Ein Künstlershirt. Wenn es dir nicht gefällt, kannst du damit machen, was du willst. Aber nein, das wird direkt angezogen. Anziehen. Komm. So. Ah. Schöne Karo-Muster. Und vor allem noch grün. Grün ist eine schöne Farbe, obwohl ich eigentlich alle Farben mag. Aber trotzdem. Danke, Freddy. Und dann würde ich sagen, können wir dem Gustav doch mal direkt sagen, dass wir das Geschenk ausgeliefert haben. Wenn man jetzt von einer Wasserbombe getroffen wird, dann macht das gar nichts. Schnabbel. Tja, was kann ich für dich tun? Die Lieferung war erfolgreich. Danke, dass du Freddy mein Geschenk gegeben hast. Sag mal, wie hat Freddy eigentlich reagiert? Ja, das war so in Ordnung. Freddy fand es also halbwegs passabel? Hey, das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Was liegt an? Ja, gibt's irgendwas Neues noch, außer das Geschenk? Ich bin ziemlich vergesslich, aber ich werde versuchen, unsere Abenteuer in meinem Herzen aufzubewahren. Oh, sehr poetische Worte. Und wow, ich wollte gerade sagen, wo wächst denn hier eine Blume? Aber das ist der Schirm. Eieiei, da hat sie mich gerade aber ziemlich getäuscht. So. Hier können wir auch nochmal nach dem Geldstein gucken. Einfach nur mal so zwischendrin, wenn man gerade einen Stein sieht. Oh, das ist der Geldstein. Yes! Dann her mit dem Geld. Ah, Mist. Ich habe das Loch falsch gegraben. Dadurch, ja, bekomme ich jetzt nicht mehr Geld raus. Ah, ich hätte vielleicht sogar noch mehr Löcher graben sollen. Egal. Auf jeden Fall, ja, habe ich ja auch genug Geld gesammelt, um jetzt wieder einkaufen zu gehen. Also, ja, ich habe ja, wie gesagt, mit Jonas ein paar Insekten gefarmt, gesammelt, gefangen, wie auch immer. So, erstmal noch das Geld erlösen. Und habe jetzt im Inventar über 99.000 Sternis und auf der Bank, beziehungsweise, ja, im Postamt, habe ich auch nochmal, ja, über 300.000. Und davon kann man sich doch einiges leisten. Und deswegen, weil ich gerade so viel Geld habe, werde ich mir auch mein Haus ausbauen lassen bei Immonook. So, willkommen, willkommen. Ja, hi, guten Tag. Ich bin wegen des Hauses hier, richtig. Hm, Zeit, dein Haus zu vergrößern. Mit einem Kredit von 98.000 Sternis könntest du dir diesen Traum erfüllen. Auf geht's! Sehr gut, sehr gut. Ich leite sofort alles in die Wege, hm? Die Arbeiten sind morgen früh abgeschlossen. Du bist bestimmt schon ganz aufgeregt. Ja, ja. Bin ich auch. Und den Kredit können wir auch sofort abbezahlen, wenn das Haus vergrößert ist, da ich ja so viel Geld habe. Und das ist wunderbar, weil dann können wir auch endlich alle unsere Möbel aufstellen.
So, den Schirm, den könnte ich auch mal ausrüsten, jetzt, wo das Wetter so umgeschwungen ist. So. Uns soll ja nicht nass werden. Unsere schöne Linkmütze soll ja hier nicht beschädigt werden oder nass werden. Und ja, wie gesagt, den Hauskredit können wir auch direkt abbezahlen. Und wenn das Haus mal ein bisschen vergrößert ist, dann haben wir auch den Vorteil, dass wir halt alle unsere Sachen auch mal aufstellen können. Die wir unter anderem ja auch durch die Glückskekse bekommen. Apropos Glückskeks, wir holen uns den heutigen mal schnell bei Schlepp ab. So. Dankeschön, Schlepp. Ich schau mal nach, was in dem Glückskeks drin ist. Noch hatten wir keine Nieten. Wäre auf jeden Fall cool, wenn wir wieder keine Niete haben. Da ist ein Glückszettel drin. Da bin ich aber mal gespannt. Deine Zukunft sieht düster aus. Denk an deine Taschenlampe. Nummer 16. Das könnte irgendwas mit Luigi's Mansion sein, wegen der Taschenlampe. Und ich finde es irgendwie sau cool, dass wir noch keine Niete hatten. Gut, mein lieber Schlepp. Dann sag mir mal, was ich für ein Item bekomme, wenn ich den Glückszettel Nummer 16 abgebe. So, abgeben. Hier, bitteschön. Mal sehen, Nummer 16. Oh, schade, tut mir leid, aber mit Nummer 16 gewinnst du leider keinen Hauptpreis. Hier hast du als kleinen Trostpreis eine Flechtmatte, ganz knapp. Wie, kein Hauptpreis? Wie, mit Nummer 16 gewinne ich nichts? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Schon auch deine Zukunft sieht düster aus. Ach so. Vielleicht düster, weil ich nichts gewonnen habe, aber... Wie, ich dachte, Nummer 16 ist was. Ja, dann hatten wir doch wohl eher eine Niete. Schade. Oder der wollte uns deinen Preis nicht geben. Weil eigentlich sollte doch die Nummern 1 bis 50 ein Gewinn sein. Na gut. Wie dem auch sei, schauen wir noch einmal kurz bei Tina und Sina vorbei. Aber so wie es aussieht, gibt es hier nichts, was mir jetzt direkt zusagt. Ich kann ja auch noch mal bei Samtea vorbeischauen. Hier spricht mich auch nichts an, außer dieser Schirm hier. Der sieht irgendwie ziemlich innovativ aus, dieser Ahornschirm. Den nehme ich auch, weil der mir auf jeden Fall sehr gut gefällt und wir auch eine Abwechslung vielleicht zum Aquaschirm brauchen. Und ich meine, das heißt ja New Leaf, neues Blatt. Also holen wir uns auch ein Blatt, beziehungsweise ein Ahornblatt als Regenschirm. So, da haben wir ihn schon ausrüsten. Zack. Jetzt haben wir so einen schönen kleinen Regenschirm. So, und was ich ja heute in der Folge machen wollte, ist ja ganz klar, ich wollte auf die Insel fahren. Und darum soll es dann jetzt auch im Folgenden gehen. Also ich werde jetzt dann auch natürlich noch nachher ein paar Sachen dem Museum spenden, halt Fossilien zum Beispiel oder auch mal einen Fisch oder ein Insekt. Dann werde ich natürlich noch den Kristall suchen, den heutigen. Werde noch ein bisschen mit den Bewohnern reden, um die Zufriedenheit zu erhöhen. Und ich werde auch noch mal einmal nach den Rübenpreisen schauen. Und wenn es irgendwas Wichtiges gibt, werde ich euch das natürlich noch zeigen. Aber ansonsten werde ich jetzt erstmal auf die Insel gehen. Und zwar ist jetzt hier der Captain mit seinem Boot am Steg. Und zwar reden wir doch einfach mal mit dem. Garr, bei Heck, Bug und Steuerbord. Erblicken meine Triefaugen da etwa den neuen Bürgermeister, Fabio? Harr, harr. Da hat der alte Turtle eine wahlgroße Aufgabe für so einen kleinen Fisch hinterlassen. Ich bin Captain, jarr. Mein treuer Kahn und ich schippern die Leute auf die Insel und zurück. Jarr, harr, hin und her. Und zwar bei Seegesang, Gischt und Flaute. Bei Sturm, Schneeregen und Sonnenschein, jederzeit. Lust auf eine Überfahrt zur Insel? Dann bist du hier genau richtig. Ja, ich wollte eigentlich auf die Insel. Harr, du willst auf die Insel, Leichtmatrose. Das kostet hin und zurück 1000 Sternis. Ei, ei, Captain. Garr, einverstanden. Überlass das mir. Nicht so hastig. Du hast deinen Krempel nicht mit zur Insel zu nehmen. Am besten lässt du ihn bei mir. Keine Angst, Kleiner. Das meiste ist sicher noch da, wenn du zurückkommst. Harr, harr. Na dann, hüpf in mein Bord, Matrose. Und zwar ist das so, man kann seine normalen Items im Inventar nicht mit auf die Insel nehmen. Die verstaut der Captain hier im Boot. Und die können wir dann, wenn wir wieder von der Insel zurück sind, auch, ja, ganz einfach wieder mitnehmen. Also da ändert sich nichts, da geht nichts verloren, keine Sorge. Und jetzt, wo wir hier zur Insel fahren, singt der Captain ein schönes Lied und da bin ich einfach auch mal ruhig. Thank you.
Harr, Land in Sicht. Und schon sind wir an der Insel angekommen. Ob das Lied vom Captain jetzt besonders sinnvoll war oder ob das einfach nur totaler Schwachsinn ist, das hat jeder für sich selbst zu entscheiden. Aber ich finde es doch lustig, wie der Captain hier immer seine Lieder trällert. Also es gibt da auch verschiedene Lieder, ich glaube 4 oder 5 insgesamt. Er singt da immer von seiner alten Jugendzeit. Der erzählt uns immer einen Schwank aus seiner Jugend. Ein paar Anekdoten sind doch wunderbar von einem Captain. Also ich mag den Captain eigentlich. Viele sagen ja, der ist doch blöd, weil er immer dieses Lied singt oder auch in den vorherigen Teilen. Ist er doch blöd, weil er so komisch spricht und alles. Aber ich hab den Captain gern. Und jetzt, wo wir auf der Insel sind, kann ich euch mal was über diese Insel erzählen. Was man hier machen kann und was hier so toll dran ist. Und zwar ist es so. Hier auf der Insel ist immer Sommer. Und dadurch, dass hier immer Sommer ist, kann man hier auch immer die Sommerfische, worunter auch viele wertvolle Haie zählen, und auch immer die Sommerinsekten fangen. So, und ja, wie ihr das genau machen könnt, werde ich euch jetzt eigentlich zeigen. Und zwar hat man halt hier in diesem Haus, was ihr hier seht, da wo wir gerade drin waren, ja, die Möglichkeit, hier nach unten zu gehen und um auf diesen Bereich hier zu kommen. Hier in diesem Bereich, weil ihr ja nichts im Inventar habt, könnt ihr euch Werkzeuge ausleihen von diesem Gyroiden hier. Herzlich willkommen! Ich verleihe eine ganze Reihe ihrem Inselvergnügen dienlicher Dinge. Auch kann ich ihr gerne mit Informationen zu deren Bedienung behilflich sein, werter Freund. Nein, ich möchte gerne ausleihen. Wunderbar, nehmen Sie, was immer Ihr Herz begehrt, werter Sportsfreund. So, und hier können wir uns jetzt eine Schaufel, eine Axt, ein Kescher, eine Angel und einen Schwimmanzug holen. So, und zwar ist es jetzt so, wir haben hier diesen kleinen Inselbereich, auf dem wir zum Beispiel Bananen holen können. Also hier an den Palmen können wir uns da Bananen holen. Und so bekommt ihr halt die Palmen, die ihr auch bei euch pflanzen könnt. Also ihr, und da ist entweder so, dass ihr hier Bananen habt oder Kokosnüsse. Ich habe jetzt in diesem Fall Bananen, andere haben Kokosnüsse und dann kann man wieder mit seinen Freunden tauschen und dann auch wieder andere Früchte bekommen. Die Palmen, wenn ihr die bei euch pflanzen wollt, wachsen jedoch nur am Strand, aber das habe ich ja schon mal gesagt. Des Weiteren gibt es dann hier solche Bäume, die dann, ja, zum Beispiel Durianfrüchte tragen, Mangos, Litschis oder Zitronen. In meinem Fall Zitronen, was auch ziemlich cool ist, weil ich die noch nicht habe. Und ja, ist natürlich auch ein Vorteil für mich. So, und was ich gerade sehe hier, ist ein schönes Insekt, was ich mir mal fangen werde. Das darf aber nicht abhauen. Bleib mal hier, mein Freund. Was bist du denn für einer? Du bist ein Vogelflügler. Oh, Vogelflügler, die sind gut. Die habe ich aber schon mal gefangen beim Insektikus-Turnier. Und ja, jetzt zu der Sache, was ihr hier auf dieser Insel machen könnt. Ihr könnt hier auf dieser Insel, wie gesagt, Insekten fangen oder fischen. Oder auch natürlich Muscheln sammeln. Und der Vorteil ist halt, wie gesagt, man hat hier immer Sommer. Und im Sommer gibt es halt die seltensten Fische und Insekten. In der Nacht tauchen hier nämlich so viele Insekten auf, die auch richtig viel wert sind. Teilweise 10.000, 15.000 Sternis ein Insekt. Und da kann man dann doch schon sehr, sehr viel Geld machen. Des Weiteren kann man aber auch hier natürlich fischen gehen. Dafür müsste ich die Angel hier eben ausrüsten. Und da hier, wie gesagt, auch immer Sommer ist, kriegt man dann hier auch dementsprechend schöne Sommerfische. Unter anderem auch, ja, ein Rotfeuerfisch, der, ich weiß nicht, 2000 Sternis wert ist oder 1000 oder 4000. Ah, ich kenne mich noch nicht so gut mit den Preisen aus. Auf jeden Fall kann man hier auch schon sehr viel Geld mit den Fischen machen. Was vor allen Dingen auch hier sehr auffällig ist, es gibt hier sehr, sehr viele Haie. Oh, und was habe ich hier gefangen? Ein Kaiserschnapper. Ja, der ist auch relativ viel wert. Auch so um die 1000, 2000 Sternis, wenn nicht sogar noch mehr. Und wie gesagt, hier gibt es auch sehr, sehr viele Haie. Und ja, hier kann man wirklich sehr, sehr viel Geld mitmachen. Die Insel ist also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert. Und hier werde ich auch nochmal wahrscheinlich ein extra Video zu machen, wie ihr hier wirklich richtig schnell an viel Geld kommen könnt. Aber wie gesagt, das werde ich dann wahrscheinlich in einem extra Video machen. Ich schaue nochmal kurz, was ich hier für einen Fisch fange. Und zwar wieder ein Kaiserschnapper. Alles klar. Und oh, da hinten seht ihr auch schon, ist ein Hai gespawnt. Das sieht man an dieser Flosse, die aus dem Meer ragt. Und Leute, ich bin so schlecht im Fischen von Haien. Ich kann euch sagen, ich werde den eh nicht fangen, weil ich einfach nie weiß, wann ich drücken muss. Aber ich kann es ja trotzdem mal probieren. Hi. Beißt du bitte an?
blöder ignoranter Hai. Hier, anbeißen bitte. Hai? Der scheint anscheinend kein Interesse an meinem Köder zu haben. Mensch, du musst auch mal meinen Köder erblicken. Hier, ich werfe ihn dir vor die Nase. Scheiße, guckt, das meine ich. Das meine ich. Ich hab da bei den Haien immer so das Problem. Und zwar weiß ich nie, wann die genau anbeißen. Die täuschen nämlich ja auch an. Das macht aber nicht jeder Fisch. Das machen die Größeren nur öfter als die Kleinen. So gefühlsmäßig jedenfalls. Beziehungsweise die täuschen besser an, gefühlsmäßig halt. Ich weiß nicht, ob das statistisch bewiesen ist, aber ich habe da einfach mein Problem mit. Ich bin wirklich kein guter Angler. Und ihr habt ja gesehen, ich bin mir da immer sehr unschlüssig, wann ich jetzt wirklich, die Angel einholen soll. Ich meine, man kann eigentlich auch auf das Geräusch achten, wann der Fischer untergeht, beziehungsweise der Köder untergeht, und dann A drücken. Aber selbst wenn ich auf das Geräusch höre, oh, nice, eine Muräne. Und ja, man kann da auch wirklich auf das Geräusch achten, wann der Fischer untergeht oder der Köder oder wie man das Ding auch immer nennt. Aber da bin ich wirklich nicht so gut drin. Also, ja, Angeln, das muss ich noch lernen. Aber Leute, da übe ich noch und irgendwann werde ich dann auch Haie fangen können. Also, ja, ich bin da noch so ein bisschen im Training drin. Geangelt habe ich aber auch früher in Animal Crossing wirklich nicht so viel. Ich war auch eher immer der Insektenfänger. Aber trotzdem, was nicht ist, kann ja noch werden. Ich kann ja noch, lernen, wie man die Fische denn richtig fängt. Ich meine, mit solchen Fischen hier, mit solchen größeren, habe ich eigentlich gar kein Problem. Ich meine, ich werfe die Angel aus. Und die Fische beißen an. Und dann hole ich die meistens auch ein. Super, das war jetzt auch wieder ein schöner Vorführeffekt. Auf jeden Fall, ja, mit so normalen Fischen habe ich kein Problem. Nur irgendwie mit Haien habe ich irgendwie das Problem. Oder mit sehr großen Fischen. Ja, auf jeden Fall wäre es das hier soweit zu dem unteren Bereich. Eine Sache, die ich noch anmerken will, ist dieser Gyroid. Oder dieser Gyroid. Jetzt macht er gerade gar nichts und jetzt tanzt er richtig rum. Und jetzt macht er wieder gar nichts. Oder tanzt nur langsam. Gar nichts. Richtig am Abdancen. Gar nichts. Richtig am Abdancen. Gar nichts. Richtig am Abdancen. Boah, das ist einfach so genial, dieser Gyroid. Jetzt macht er gar nichts. Und je näher wir kommen, langsam bewegt er sich und er wird immer schneller. Das ist schon eine lustige Geschichte mit dem Gyroiden hier oder mit dem Gyroid. Und ja, wie ihr seht, spawnen hier auch schnell Haie oder in der Nacht gibt's, oder am Abend besser gesagt, gibt's auch gute Insekten und da kann man wirklich viel Geld machen und das werde ich auch, wie gesagt, nochmal in einem extra Video zeigen, wie man denn da jetzt besonders viel Geld macht. Aber soweit wär's das dann zum unteren Teil. Obwohl, nee, eine Sache könnte man doch noch zeigen. Und zwar kann man sich auch einen Schwimmanzug hier ausleihen, habe ich ja gesagt. So, und zwar will ich dann ja auch zeigen, wie der Schwimmanzug funktioniert. Wir wählen den einfach im Inventar aus und ziehen ihn an. So, dieser Tauchanzug funktioniert wie folgt. Ihr dürft nichts in der Hand haben und dann einfach vor dem Wasser stehen und A drücken. So, damit könnt ihr dann hier so ein bisschen im Wasser rumschwimmen. Könnt auch, ja, mit A so ein bisschen schneller werden. Und könnt dann hier wirklich, wie gesagt, so ganz gemütlich ein bisschen rumschwimmen. Hier ist natürlich noch eine Begrenzung, damit ihr nicht wer weiß wohin schwimmt. Und ja, ansonsten, ja, kann man auch anders schwimmen. Also man kann nicht nur auf dieser tropischen Insel hier schwimmen. Man kann auch, wenn man möchte, ganz normal, auf der, oh, hier sieht man auch so eine Stelle, die hier gerade blubbert. Oh, und auch eine Qualle. Hier sieht man auf jeden Fall eine Stelle, wo eine Qualle ist, die man fangen kann. Meines Wissens nach, oder? Kriege ich dich? Nee, schade, jetzt ist die Qualle weg. Auf jeden Fall, ist es so, dass man auch auf dem normalen Dorf, zum Beispiel jetzt in Lupinia, in der Stadt, schwimmen gehen kann. Dafür muss man aber einen Schwimmanzug, kriegen. Und wie man den bekommt, kann ich euch auch noch zeigen, beziehungsweise sagen. Und ja, wie ihr das gerade gesehen habt, war da eine Qualle. Und ja, wenn man den Wesen, die hier so, also den Wesen, das hört sich so blöd an, den Fischen oder die, ja, Tiere, die im Wasser leben halt, müssen ja nicht nur Fische sein. Wenn man, ja, zu denen hinschwimmt, das sind meist diese blubbernden Felder da, die geben einen so einen Hinweis. Dann kann man sich da, ja, die Objekte fangen und, ja, zum Beispiel dadurch auch Hummer bekommen. Aber das funktioniert auch nur bei solchen, blubbernden Stellen. Also, wenn ihr zum Beispiel hier so ein normaler Fischschatten im Wasser ist, also sprich, so ein Fisch, so wie hier, den man eigentlich angelt,
dann kann man den nicht mit dem Schwimmanzug holen. Nur an diesen blubbernden Stellen kann man halt untertauchen und sich dann, ja, dementsprechend zum Beispiel einen Hummer oder eine Qualle holen. So, und ich habe ja gesagt, das geht auch ganz normal. Und ja, wenn ihr euch jetzt fragt, ja, wie soll das denn ganz normal gehen in einem Dorf, in der Stadt, zum Beispiel jetzt in unserem Fall in Lupinia, dann ist hier die Antwort für euch. Und zwar gibt es hier in diesem Eingangsbereich einen Shop. Und zwar kann man sich, ja, hier unten zum Beispiel, unter anderem Taucherbrille holen oder ein Bluthibiskus oder was ist das? Ne, ein Sommerhibiskus. Oder auch, ja, anderes Briefpapier zum Schreiben. Man kann sich aber auch hier Möbelstücke holen, wie diesen Taucheranzug. So, und jetzt habt ihr vielleicht schon gesehen, rechts oben, das sind keine Sternis, das sind Medaillen. Und zwar bezahlt man hier in Medaillen. Und wie ihr die Medaillen bekommt, werde ich auch gleich noch erklären. Auf jeden Fall ist es so, dass man hier immer so ein Möbelstück einer gewissen Serie hat, für diese tropischen Möbel halt. Hier hat man auch noch einen Geldautomat. Und halt drei andere Artikel, wie zum Beispiel einen Hibiskus, den man halt pflanzen kann, dann wächst er also im Busch. Oder auch Papier, oder eine Taucherbrille, oder auch ein Schwimmanzug, der, glaube ich, 40 Medaillen kostet. Dann kann man nämlich hier für 40 Medaillen sich einen Schwimmanzug holen und den dann auch im Dorf benutzen. Beziehungsweise in der Stadt. Und dann auch dort am Strand mit dem Schwimmanzug schwimmen gehen. Weil, ja, man die Leihsachen, also zum Beispiel diesen Leihtauchanzug, ja nicht mitnehmen darf, muss man sich dann hier einen eigenen holen. So, jetzt fragt euch sicherlich, wie komme ich denn an die ganzen Medaillen dran? Das ist ganz einfach. Hier an diesem Schalter könnt ihr bei Lore einfach ein paar Minispiele spielen und dadurch die Medaillen verdienen. Harr, wen erspähe ich denn da? Hallo Fabio, willst du dich für einen Ausflug anmelden oder mit dem Boot zurück nach Lupinia fahren? Im Moment möchte ich noch gar nichts machen, aber gleich. Und zwar habt ihr hier, wie ihr seht, auch die Möglichkeit zurückzufahren nach Lupinia oder Minispiele zu spielen. Da gibt es jeden Tag vier andere Minispiele und da könnt ihr dann immer einen gewissen, ja, Medaillenbetrag bekommen. Ihr könnt euch auch hier hinsetzen, wenn ihr möchtet, und euch ein bisschen entspannen. Aber der Hauptaspekt, den man halt hier machen kann auf der Insel, ist Minispiele spielen, Medaillen bekommen und sich für die Medaillen dann hier tolle Sachen kaufen. Oder halt auch viele Sternis, viel Geld verdienen, indem man hier unten da in diesem tropischen Bereich angeln geht bzw. Insekten fängt. So, und was noch ganz, ganz wichtig ist, ist diese Depotkiste hier. Depotkiste. Bitte gib hier die Gegenstände ab, die du bei deiner Rückreise in die Stadt mitnehmen willst. Und zwar muss man hier alle Sachen reintun, die man mit nach Lupinia nehmen möchte, beziehungsweise mit zu seiner Stadt. Das können zum Beispiel Insekten sein, Fische, die Zitronen, die wir gerade aufgenommen haben. Also hier kann man dann alles reintun, was man hier auf dieser Insel gefangen hat. Und wenn man dann zurückfährt, dann, das habt ihr sicherlich schon gesehen, ist ja an dem Steg auch so eine Kiste. Und dort, genau dort, sind auch diese Sachen drin. Und ich muss kurz einen Cut machen. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum ich so dringend einen Cut machen musste. Ganz einfach, der Akku war schon wieder fast leer. Und deswegen habe ich jetzt schnell mein Aufladekabel geholt und es kann weitergehen. Und zwar bin ich jetzt auch zurückgefahren, weil man auf der Insel nicht speichern kann. Was ich irgendwie auch ziemlich komisch finde. Aber man kann halt auf der Insel nicht speichern. Und deswegen bin ich zurückgefahren, um schnell noch abzuspeichern, bevor der Akku dann endgültig ausgeht und der Spielstand wieder nicht gespeichert wurde. So, dann kann ich das nämlich ja auch nochmal zeigen. Und zwar habe ich ja gerade meine Sachen in die Depotkiste getan. Nachdem ich jetzt zurückgefahren bin, seht ihr ja hier, ist am Steg ebenfalls eine Kiste. Und hier ist die Abholkiste. Du sollst deine Sachen so bald wie möglich wieder mitnehmen. Hier kann ich nämlich dann die Sachen, die ich in die Depotkiste getan habe, ganz einfach rausnehmen und dann halt, meinetwegen zum Beispiel die Zitronen, die wir da gerade reingelegt haben, die kann ich jetzt zum Beispiel rausnehmen, das kann ich ja mal demonstrieren. Hier, da habe ich eine Zitrone reingelegt, die nehme ich jetzt raus, so, und könnte dann jetzt zum Beispiel diese Zitrone, die ich gerade rausgenommen habe, irgendwo hinpflanzen. Ich sage jetzt einfach mal, ich pflanze die hier hin, ich rüste mal eben schnell die Schaufel aus und sage dann, ja, hier ist ein guter Platz für einen Zitronenbaum. So, dann nehme ich die Zitrone, vergrabe die und dann wächst die auch schon bald, ein schöner neuer Baum. So kann man dann zum Beispiel die neuen Früchte von der tropischen Insel anpflanzen oder allgemein tropische Dinge hier mitnehmen, indem man sie in die Depotkiste tut und dann ja bei der Abholkiste abholt, wie der Name schon sagt. Und dann kann man hier auch, ja, auf der Insel diese, in der Stadt, in dem Dorf, die Dinge von der Insel benutzen. Und ja, das gleiche gilt halt auch für die Dinge, die man zum Beispiel mit Medaillen kauft.
indem man zum Beispiel halt Medaillen für Taucher bzw. Schwimmanzug eintauscht und dann den Schwimmanzug hier auf der Insel verwendet. Ich glaube eigentlich jetzt, dass das System klar ist. Und das Letzte, was ich euch noch auf der Insel zeigen möchte, sind dann jetzt die Minispiele. Also würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich auf der Insel wieder. So, wir sind wieder auf der Insel angekommen und jetzt wollte ich euch ja noch eine Sache zeigen, und zwar die Minispiele. Denn durch die Minispiele, wie gesagt, jeden Tag gibt es 4 andere, beziehungsweise ja, ein Tag kann auch mal das gleiche sein, aber ansonsten gibt es jeden Tag 4 Minispiele, die halt, ja, immer abwechseln. Und durch diese Minispiele könnt ihr euch dann Medaillen verdienen. Es gibt immer, je nachdem wie gut ihr abschneidet, also es gibt immer ein gewisses Zeitlimit, zum Beispiel sammle in 6 Minuten so viele Fische wie möglich. Und dann wird halt geguckt zum Beispiel, ja, wie viele Fische man gesammelt hat. Und dann wird einem, ja, entweder ein Gold-, Silber- oder Bronze-Turtle gegeben. Turtle ist halt der Bürgermeister, der halt auch dann dementsprechend die Preise vergibt. Den haben wir ja nämlich noch nicht auf dieser Insel gesehen. Und zwar ist der bei den Minispielen tätig. Der hat uns ja auch auf diese Insel immerhin eingeladen. Und ja, es gibt auch solche Aufgaben, wo du halt einfach zum Beispiel 2 Möbel suchen musst, die gleich sind. Und dann, ja, hat man ein gewisses Zeitlimit dafür. Und ja, je nachdem, wie schnell man das dann schafft, bekommt man halt auch Gold, Silber oder Bronze. Und dadurch bekommt man dann halt verschiedene Medaillen. Und durch diese Medaillen kann man sich dann hier halt zum Beispiel diese Taucherbrille oder diesen Hibiskus holen. Oder später halt auch, je nachdem, weil hier sind auch täglich neue Angebote, auch einen Schwimmanzug. Und ich würde sagen, ich rede hier nicht länger rum. Wir spielen einfach mal ein Minispiel. So, ich möchte mich für einen Ausflug anmelden. Ja, gute Wahl, mein Lieber. Wohin soll es denn gehen? Jetzt habe ich hier 4 Spiele zur Auswahl. Langfischangeln, Anfänger Ballonschießen, Anfänger Zwillingssuche oder Anfänger Labyrinth. Ich wähle in diesem Fall die Anfänger Zwillingssuche. Pack die Schaufel und grabe zueinander passende Gegenstände aus. Anfänger sind willkommen. Das ist jetzt, ja, ein relativ leichtes Spiel. Und zwar ist Anfänger Zwillingssuche praktisch wie Memory. Man muss verschiedene, ja, verschiedene Gegenstände aussuchen und die dann, ja, praktisch, also verschiedene Gegenstände muss man ausgraben und die dann praktisch zusammensuchen, immer ein paar suchen, aber das werdet ihr gleich schon sehen. Wenn man dann bereit ist, setzt man sich auf den Stuhl und dann beginnt der Ausflug, beziehungsweise das Minispiel. Und ja, wie gesagt, es ist wie Memory, man sucht halt 2 gleiche Paare, 2 gleiche Gegenstände, die man halt dann ausgräbt. So, und diese Minispiele, und das finde ich das Coole dran, kann man auch zu 2, 3 oder zu 4 spielen. Und ich habe die halt mit Jonas auch gespielt und dadurch halt schon einige Medaillen erhalten. Und wenn ihr wollt, und das werde ich wahrscheinlich auch tun, werde ich auch mal die Minispiele zu 2 spielen, also mit Jonas, weil dann seht ihr auch, dass das zu 2 viel schneller geht, viel mehr Spaß macht und man dadurch auch viel besser Medaillen verdienen kann. Hey, Jungspund, nur immer heranspaziert. Ein bisschen Anfänger-Zwillingssuche hat noch niemanden geschadet. Nun sind die kleinen grauen Zellen gefragt. Huff. Meine eifrigen Assistenten haben verschiedene Itempaare vergraben. Diese gilt es zu finden. Ein Paar hat man zusammen, wenn man ein Item ausgräbt und danach nochmal das gleiche findet. Damit das nicht zu einfach wird, gibt es eine Zeitbegrenzung. 5 Minuten. Wenn du alle Paare innerhalb der Zeit zusammenbekommst, gibt es Medaillen von mir. So, ich sehe da schon eine Schaufel. Sehr gut, sehr gut. Dann kann ja nach Items gegraben werden. Um ein Item wieder loszuwerden, muss man es wieder vergraben. Auf den Boden werfen gilt nicht. Na, startklar? Auf die Plätze. Fertig. Los! So, und jetzt muss man halt hier Items ausgraben. Ich habe hier zum Beispiel einen Maxi-Aloid gefunden. Jetzt müsste ich nur nochmal den gleichen finden. Hier ist zum Beispiel jetzt eine Harfe drin. Merke ich mir mal, dass die Harfe da drin ist. So. Hier unten ist ein Astrobett drin. Das muss man sich jetzt einfach merken und dann später halt gleiche Paare finden. Hier ist wieder die Harfe. Okay. Jetzt kann ich zum Beispiel, ja, den Maxi-Aloid wieder vergraben. Aber, das mache ich relativ ungern. Ich mache das eher so. Hier haben wir ein Streifenhütchen. Okay, ich mache das eher so. Ich grabe erstmal alle einmal aus und merke mir dann, wo die alle sind. Und, ja, packe die dann nachher zusammen. Hier haben wir zum Beispiel ein Rasenmäher. So, soweit kann ich mir noch alles merken. Hier haben wir ein Streifenhütchen. Die sind auch nebeneinander. Okay. Hier unten haben wir dann wiederum ein Fossil. Und zwar ein Pachysaurus-Torso. Alles klar. Hier haben wir wiederum ein Astrobett, alles klar. Da weiß ich auch, wo das ist. Hier haben wir ein Rasenmäher, da weiß ich auch, wo der ist. So, und jetzt müsste doch langsam mal der Gyroid kommen. Hier haben wir noch das Fossil und dann haben wir noch den Gyroid hier links neben. Okay, so mache ich das nämlich immer. Ich grabe erstmal einmal alles aus
und sammle dann die ganzen Paare ein. So, es geht nämlich schneller, als wenn ich jetzt zum Beispiel, auf einmal ein Paar gefunden habe, so wie ich am Anfang hier die Hafen gefunden habe, dann den Gyroid vergrabe und dann, ja, die Hafen praktisch einsammel, und dann wieder den Gyroid rausnehme. Das ist meiner Meinung nach eher unproduktiv. So, der Rasenmäher, der war doch hier, oder nicht? Nee, warte, hier, ah Mist, hier war das Fossil. Der Rasenmäher war eins da drüber. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich bin doof. Hier war er, der Rasenmäher. Genau. So. Das Fossil war hier. Das weiß ich ja auch. So, und dann noch hier oben. Und ich würde euch auch empfehlen, immer den Text mit B ganz schnell wegzudrücken, weil das eine Menge Zeit spart, weil ansonsten die Zeit halt weiterläuft. So, hier haben wir Streifenhütchen und gleich daneben auch nochmal und das Astrobett bleibt dann übrig. So, und ja, wie gesagt, einfach Text wegdrücken. Ihr braucht gar nicht lesen, was das ist. Das ist eh unwichtig, was da steht meistens. So nach dem Motto, oh, Astrobett-Gram hat sich gelohnt. Jetzt muss ich nochmal das Gleiche finden. Das ist eigentlich relativ logisch. Einfach Text weiterdrücken, weil ihr dadurch Zeit spart. Und ja, jetzt geht es eigentlich nach der Zeit. Wir haben alles gefunden. Wie schnell haben wir es gefunden? Und jetzt bekommen wir wieder ein Bronze-, Silber- oder Gold-Turtle. Geschafft! Ausgezeichnet, ausgezeichnet! Oha, ein Gedächtnis wie eine Schildkröte, aber flink wie ein Wiesel. Dafür gibt's zu Recht einen Goldturtle und 6 Medaillen. Yay, Goldturtle. Na, Sprössling, hat dir der Ausflug Anfänger-Zwillingssuche gefallen? Na, wusste ich's doch. Bring das nächste Mal deine Kameraden mit. Da sagt das auch schon, dass man's zu zweit spielen kann. Jetzt seht ihr, haben wir einen Goldturtle bekommen, weil wir schnell waren und haben 6 Medaillen bekommen. Hätten wir einen Silberturtle bekommen, hätten wir 4 Medaillen bekommen, ein Bronzeturtle, 2 Medaillen. Und wenn man nichts hat, dann, ja, 0 Medaillen. Oder manchmal bekommt man sogar, wenn man sich dennoch ein bisschen angestrengt hat, ich weiß aber nicht, wie das berechnet wird, eine Trostmedaille. Und von den Medaillen könnten wir uns dann zum Beispiel, wir haben ja gerade 6 Medaillen bekommen, diesen Sommerhibiskus für 5 Medaillen zum Beispiel holen. Also hier kann man dann die Medaillen in die Preise umtauschen. Und wie gesagt, zu zweit geht das natürlich viel schneller. Und da wäre man schneller mit dieser Zwillingssuche fällig geworden. Dadurch kann man dann auch schneller an Medaillen kommen und schneller an seine begehrten Preise hier. Und ja, das wär's dann eigentlich auch schon soweit zur Insel. Ich habe eigentlich alles gezeigt, was ich zeigen wollte. Wie gesagt, hier die Depotkiste, wo ihr die Sachen reintun müsst. Hier der, um die dann auch in eurem Dorf, in eurer Stadt wieder zu benutzen. Hier der Shop oder die Sachen, die ihr euch für Medaillen holen könnt. Wie ihr hier Minispiele spielen könnt, habe ich euch gezeigt. Ich habe euch auch gezeigt, ja, wie ein Minispiel funktioniert, beziehungsweise ein Beispiel gegeben. Und wie gesagt, unten gibt's halt diesen tropischen Bereich, wo man halt immer Sommer hat. Es scheint immer die Sonne. Und man kann da halt wirklich super gut Geld machen, indem man halt, ja, zum Beispiel Fische fängt oder halt Insekten fängt. Des Weiteren, ja, kann man da natürlich auch andere Früchte mitnehmen, halt zum Beispiel die Palmen da, Bananen oder halt Kokosnüsse, je nachdem, was man für Früchte hat. Aber es sind dort auch manchmal Zitronen, Litschis, Durianfrüchte oder Mangos. Und diese Mangos, Durianfrüchte, Litschis, Zitronen, halt diese anderen tropischen Früchte, die kann man auch bei den Minispielen finden, weil manchmal muss man halt auch durch ein ganz normales Dorf laufen und da hängen an den Bäumen die Früchte. Die kann man dann natürlich dort auch mitnehmen. Und dann halt einfach hier, wie gesagt, in diese Depotkiste tun und dann in der Abholkiste am Strand, beziehungsweise am, ja, Strand des Dorfes, beziehungsweise eurer Stadt, kann man die dann wieder mitnehmen. Ja, ab nach Lupinia, würde ich sagen. So, auf jeden Fall singt der Captain dann hier auch beim Zurückfahren wieder ein Lied. Das ist im Multiplayer anders. Im Multiplayer, da singt der Captain kein Lied, beziehungsweise da kann man sich aussuchen, ob der Captain ein Lied singt oder nicht. Und ansonsten, ja, singt er hier auf Rückfahrt auch wieder eins von 5 Liedern. Ich glaube, das sind so um die 5 rum, ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall, ja, ist der Captain schon ein ganz lustiger Typ. Und was hoffentlich auch lustig war, oder was hoffentlich unterhaltsam war, muss ja nicht lustig sein, war diese Folge Animal Crossing New Leaf. Ich hoffe einfach mal an dieser Stelle, dass euch diese Folge wieder einmal gefallen hat. In der nächsten Folge werden wir dann, nachdem ich euch jetzt diese Insel gezeigt habe, werden wir dann auf die Zufriedenheitsrate der Bürger nochmal schauen. Ich werde mich natürlich auch nochmal offscreen ein bisschen mit den Bürgern befassen, ein bisschen mit denen reden. Ansonsten probieren wir dann im nächsten Part die Rate noch mehr zu erhöhen, um dann auf 100% zu kommen und dann vielleicht sogar schon unser erstes Dorfprojekt in Anspruch zu nehmen, beziehungsweise dann in Auftrag zu geben. Und dann werde ich natürlich noch im nächsten Part auch mich ein bisschen mehr hier im Dorf umsehen, auch wie gesagt, halt mit den Bürgern quatschen für die Zufriedenheitsrate.
Ich werde dann auch, nach den Rübenpreisen gucken, vielleicht alle Steine nochmal abklappern, Geldsteine, Kristall suchen und so weiter und so fort. Weil dann habe ich ja auch mehr Zeit dafür. In diesem Part wollte ich halt eher auf die Insel eingehen und eher weniger auf die anderen Dinge, die wir alltäglich machen. Und was wir auch im nächsten Part machen können, ist unser Haus dann einrichten, weil, ja, momentan ist es ja, wie gesagt, noch nicht so groß, aber bald wird es dann, denke ich mal, größer werden nach der Hauserweiterung. Und was ich hier auch mal ausprobieren kann, ist der Teppich, den wir bekommen haben. Die Flechtmatte. Ja gut, die sieht jetzt nicht so schön aus, deswegen werde ich die wieder wegnehmen, glaube ich. Ablegen. Ach nee, nicht ablegen. Tut mir leid, Normalboden. Normalboden natürlich auftragen, wieder auf den Boden, weil die Flechtmatte nicht so schön aussieht. Auf jeden Fall können wir dann auch mal demnächst unser Haus einrichten, weil das dann ja größer ist. Und mit den vielen Sternis können wir uns dann auch mal ein paar Möbel leisten und wie gesagt, mal ein schönes Haus einrichten. Aber das hat ja noch alles Zeit. Wir haben ja noch viele Folgen von Animal Crossing New Leaf vor uns. Ich bedanke mich, wie gesagt, wie immer fürs Zusehen. Hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.